In der letzten Woche ist es ziemlich deutlich nach oben gegangen. Der S&P 500 6%, die Weltmärkte insgesamt 3,4 Billionen an Marktkapitalisierung auf jetzt knapp unter 100 Billionen Dollar zugelegt. Man hat wieder ein bisschen Hoffnung. Dieses Weltuntergangsszenario scheint erstmal nicht einzutreten, aber die Frage ist, ist das wieder mal nur ein Dead Cat Bounce, also praktisch eine Bewegung, die zum Scheitern verurteilt ist? Oder ist das sogar der Boden? Haben wir jetzt den Boden eingezogen und jetzt kommt ein neuer Bullenmarkt? Ich will in diesem Video zeigen, dass wir es sehr wahrscheinlich mit einem Dead Cat Bounce zu tun haben, also mit einer Bewegung, die früher oder später wieder scheitert, aber dass dieser Dead Cat Bounce durchaus noch Potenzial hat. Und warum will ich Ihnen zeigen? Zunächst mal das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Zweitbeste Woche des Jahres 2022 mit einem Anstieg von 6%. Wir waren oder sind deswegen gestiegen, weil die Erwartungen gesunken sind, dass die Fed ewiglich die Zinsen wird anheben können. Man hat etwa gedacht, noch eine Woche zuvor, dass die Fed Ende 2022 so um und bei 3,8% Leitzinsen sein wird. Jetzt ist man runtergekommen auf 3,4% Ende 2022. Man hat also die Zinserwartungen deutlich nach unten genommen. Und das hat so eine Art Erleichterung an den Märkten verursacht. Das hat vor allem viele auf dem falschen Fuß erwischt. Hedgefonds, die short gegangen waren, Privatinvestoren, die bärisch sind, Put-Volumina, die höher als Call-Volumina derzeit liegen. Also viele Absicherungen und dann kommt was nach oben und dann müssen die einen oder anderen eben eindecken. Und hier sehen wir das, was sich da verändert hat. Die Fed Fund Futures preisen jetzt ein, dass im Prinzip Anfang 2023 dann die Fed die Zinsen sogar wieder senken wird, nicht anheben wird. Und das hat dann eben jetzt diesen Move gebracht, diesen Follow-Through-Day, wie die Amerikaner sagen. Also wir haben jetzt praktisch die vierte weiße oder grüne Kerze gehabt, also eine Kerze nach oben gehabt an den Aktienmärkten, Nasdaq über 3%, S&P 3%, also da ist richtig was los gewesen. Da war auch, wie Sie hier sehen, richtig Schmackes beim Volumen dabei, oberer Chart. Und diese Balken da, da sehen wir, da war richtig Schmackes drin, da war Volumen drin. Das ist also erstmal für die Bullen ein gutes Zeichen, dass ein solcher Anstieg auch mit Volumen passiert. Wir haben oft gesehen, dass das Handelsvolumen recht dünn war an sehr positiven Handelstagen. Diesmal war das nicht der Fall. Jetzt gucken wir unten mal die Grafik an. Da sehen wir, Ende des letzten Quartals, also Ende des ersten Quartals, ist Ähnliches passiert. Da ist möglicherweise viel Month-End-Rebalancing der Fall. Also Profi-Investoren, die eben ihre Positionen adjustieren, weil sie am Quartalsende ausweisen müssen, dass sie etwa 60% Aktien, 40% Anleihen investiert sind. Zwischendurch kann man das ändern, aber zum Quartalsende muss das eben wieder zurechtgezurrt werden. Und so sehen wir, dass jetzt die US-Aktienmärkte aus dem Bärenmarkt wieder rausgekommen sind. Bärenmarkt spricht man ja davon, wenn ein Kurs oder ein Index etwa 20% von seinem Hoch gefallen ist. Das war der Fall. Wir sehen diese kräftige Gewinnwoche im unteren Chart, Weekly Change nach drei Verlustwochen. Davor hatten wir dann schon mal eine sehr starke Gewinnwoche und davor wieder sehr, sehr viele Verlustwochen. Insgesamt also dominieren nach wie vor die Verlustwochen. Aber jetzt sagt etwa Bear Traps Report, dass der Nasdaq jetzt so lange unter seinem 100-Tages-Durchschnitt geblieben ist, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Aber Goldman Sachs sagt auch, das war first real buying in 3 weeks. Also das erste richtige Volumen, der richtige Schmack ist seit 3 Wochen, dass wir hier wirklich eine Art Überzeugung gesehen haben. Der Käufer statt vielleicht nur Short-Eindeckungen, vieles dürfte auch Short-Eindeckungen sein, aber wie Goldman Sachs auch hier zeigt, war das Goldman Sachs Corporate Desk, das also praktisch Buybacks organisiert, also Aktienrückkäufe von Unternehmen und auch Insiderkäufe, das heißt Managementmitglieder eines Unternehmens, die dann selber die Aktien ihres Unternehmens kaufen. Und hier sagt man, das war das höchste Volumen, das wir jetzt abgewickelt haben seit dem Jahr 2016, seit wir mit der Datenerhebung begonnen haben. Also da ist teilweise, sind Buybacks passiert. Die Unternehmen können jetzt eben wieder Aktien zurückkaufen.
senken damit das Angebot an Aktien und treiben damit latent den Preis nach oben. Dazu haben Insider gekauft. Dazu sehen wir hier in der mittleren Grafik US Equity Future Positioning. Auch im Future Markt sehen wir eine negative Positionierung. Und die Retail Trader, die Privatinvestoren in den USA, die haben diesen Dip tendenziell nicht gekauft. Und so entsteht eine günstige Mischung, die jetzt auch saisonal günstig wird. 1. Juli bis 17. Juli ist eine sehr günstige, die günstigste Aktienzeit. Oder das sind die besten, saisonal besten zwei Wochen für die US-Aktienmärkte. Ist seit dem Jahr 1928, 4. Juli ist ja Feiertag in den USA. Der ist zu bedenken. Jetzt sehen wir hier in der oberen Grafik, wie der S&P 500 nach oben gekommen ist. Aus einer positiven Divergenz oben im RSI sind wir also jetzt deutlich gestiegen, sind allerdings schon wieder im kurzen Zeitfenster mindestens ein bisschen überkauft. Alle sind überzeugt, die Inflation geht runter. Das ist sozusagen jetzt das Allgemeingut, was hier gespielt wird. Inflation wird runterkommen. Das Problem ist, ja, sie wird vielleicht runterkommen, aber sie wird nur sehr langsam runterkommen. Und solange wir deutlich über 5% sind oder 6% sind, derzeit hier 8,6%, muss die Fed eben ihren Kurs weiterfahren einer aggressiven Inflationsbekämpfung. Also bisher ist sehr viel Hoffnung eingepreist. Hoffnung, dass die Inflation bald nach unten kommt. Und die Fed eben dann nicht mehr so aggressiv vorgehen wird. Hier sehen wir mal diese Änderung. Rate Hike Expectations gehen latent nach unten. Die Rate Cut Expectations hier im unteren Chart gehen allerdings nach oben. Hier sehen wir mal so eine Kurve. What's priced in now? Und man geht eben davon aus, dass jetzt schon, und das ist der Unterschied, dass eben die Fed fertig ist mit den Zinsanhebungen spätestens im März. Vorher hat man gedacht, ja, so Mitte 2023, jetzt also praktisch März 2023, das hat sich alles ein bisschen nach vorne geschoben, aufgrund vor allem der Inflationserwartungen der Verbraucherstimmung Uni Michigan, die ja in der zweiten Veröffentlichung am Freitag publiziert wurde. Da werden 600 Leute befragt und da ist die Inflationserwartung von 3,3 auf 3,1% gesunken in der zweiten Veröffentlichung. Das heißt nichts anderes, als dass wir jetzt auch eine neue Hierarchie in den US-Daten haben. Das Allerwichtigste sind die Inflationsdaten, CPI. Dann kommt schon Verbraucherstimmung Uni Michigan und erst dann kommen etwa die Non-Farm Payrolls, also die großen US-Arbeitsmarktdaten. Zurück zum Marktgeschehen. Hier sehen wir mal den Dow Jones und wir sehen immer wieder diese grünen Erholungskerzen. Es geht also immer wieder nach oben, aber in der Summe sehen wir eben tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Nach wie vor ist also dieses bärische Muster intakt. Erst wenn das mal wirklich aufgebrochen wird, dann können die Bullen wirklich aufatmen. Hier sehen wir ganz rechts in der oberen Grafik den aktuellen Bärenmarkt. Da sind wir ja jetzt rausgekommen aus diesem Bärenmarkt inzwischen wieder. Das ist hier der Bärenmarkt Inflation und Fed Hikes. Also die Fed reagiert auf die zu hohe Inflation und Société Générale sagt hier, also normalerweise müssten in einem solchen Bärenmarkt die Aktienmärkte 34-40% fallen. Das würde also bedeuten, dass wir es doch nur mit einem Dead Cat Bounce zu tun haben und nicht mit einem Boden. Zumindest so sieht es die Société Générale. Wenn wir uns jetzt mal die Sektoren anschauen, sehen wir eigentlich, ist am Freitag alles gestiegen, vor allem Materials, die zuletzt sehr stark gelitten hatten, Consumer Discretionary, selbst defensive Sektoren wie Real Estate sind hier deutlich gestiegen. Also es ist so ziemlich alles gestiegen, was nicht auf den Baum gekommen ist, aber es war ein klares Risk-On-Muster. Auch Energie ist deutlich gestiegen. Hier haben wir gesehen, dass vor allem Ende der Woche dann vor allem wieder sehr viel in diesem zuletzt ja sehr schwachen Sektor, der aber der einzige ist, nämlich Energie, der seit Jahresbeginn deutlich im Plus ist, dass da also wieder sehr, sehr stark zugekauft wurde. Aber, was wir hier sehen, ist das, was wahrscheinlich auf uns zukommt und warum das Ganze wahrscheinlich doch ein Dead Cat Bounce ist. Zunächst mal sehen wir hier die Consumer Sentiment und Unemployment Rise. Das heißt, normalerweise läuft das relativ parallel. Consumer Sentiment, also Verbraucherstimmung und Arbeitslosenquote. Dementsprechend dürften wir bald deutlich mehr hören von Entlassungen, von einem Anstieg der Arbeitslosenquote. Unten sehen wir übrigens in dem Chart. Und das ist interessant, dass hier Öl und die Aktienmärkte parallel gestiegen sind und dann parallel bis zur letzten Woche auch gefallen waren.
Jetzt könnte es parallel wieder Mitte nach oben gehen. Aber insgesamt jetzt frische Warnung von der BIS, der Bank for International Settlement, also praktisch die Zentralbank der Zentralbanken. Die sagen also, unsere globalen ökonomischen Indikatoren, die flashen red, also die geben Warnsignale, real risk of stagflation. Und dann ein Satz, der es wirklich auf den Punkt bringt, for too long fiscal and monetary policy have been the go-to economic fix. Also man hat mit dieser ultralaxen Geldpolitik, mit fiskalischen Maßnahmen, mit diesem Gelddrucken irgendwie versucht, alles irgendwie wieder in die Reihe zu kriegen, hat damit aber nur ein schuldenfinanziertes Wachstum generiert. Und jetzt ist das allerdings vorbei, ist diese Zeit vorbei, weil eben die Inflation der Fall ist. Und wir sehen ja, dass letztendlich das alles eine Politik war im Namen der Modern Monetary Theory. Wir drucken Geld und dann wird es schon, solange die Inflation nicht steigt, ist doch alles gut. Aber jetzt ist das Problem, dass die Inflation gestiegen ist. Hier unten sehen wir einen sehr intelligenten Tweet in Reaktion auf die maßgebliche Vertreterin dieser MMT-Ideologie, die jetzt im Grunde widerlegt werden, könnte man sagen. Und wir sehen dann, dass der IWF etwa jetzt die Wachstumserwartungen für die US-Wirtschaft real GDP Growth, also inflationsbereinigtes Wachstum, runtergenommen hat von 3,7 auf 2,9% und so weiter und so fort. Wir sehen, dass die Industrieprofite in China sehr schwach reinkommen. Mai minus 6,5%, im Vormonat waren es minus 8,5%. Die Industrieprofite sind gefallen oder hier bei 1%. Vorher waren sie 3,5%, also wir sehen, da ist year-to-date ist das, also zum Vorjahresmonat. Also wir sehen, da hat sich doch durchaus einiges getan und das ist zunächst mal auch so das Motto der Märkte, bad news is good news, weil dann die Fed eben die Zinsen nicht so anheben kann. Aber jetzt kommt eben die Bad News und das sind die Corporate Margins und Corporate Earnings, also das, was bei den Gewinnen passiert. Hier nochmal im Vergleich Consumer Sentiment. Normalerweise sehr gleichlaufend auch mit den Margen der US-Unternehmen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir wahrscheinlich sehr bald sehen werden. Und jetzt kommt ja so langsam, ganz langsam die US-Berichtssaison auf uns zu. Ich glaube, Micron wird berichten und noch ein Unternehmen. Übernächste Woche sind dann, startet die US-Berichtssaison dann mit den US-Banken. Aber dann wird sich zeigen, eben wie schaut es mit den Margen aus, wie vor allem schaut es mit den Ausblicken aus der US-Unternehmen. Und mein Fahrplan wäre, dass wir durchaus eine Chance haben mit diesem Dead Cat Bounce. So und bei bis Mitte Juli, bis dann die US-Berichtssaison kommt. Saisonal günstig jetzt erstmal bis Monatsende dieses Rebalancing, also diese Portfolio-Ausbalancierungen professioneller Investoren, dass all das ein bisschen Rückenwind gibt und zumindest verhindert, dass wir jetzt wieder scharf nach unten gehen und dann aber eben die Realität dessen kommt, was wirklich die Wirtschaft noch hergibt und das ist ein Problem. Problem natürlich auch die Zentralbanken. Schauen wir uns mal hier an, was praktisch der Fall ist. Praktisch alle Zentralbanken sind ja derzeit auf der Zinsanhebungsseite und wenn man sich da mal die verschiedenen Länder, verschiedenen Indizes anschaut, dann sind praktisch alle im Minus eben. Es ist oft eben so, dass echte Bärenmärkte nur dann entstehen, wenn die Geldpolitik sich strafft, wenn die Zinsen angehoben werden, wenn die Bilanzsumme reduziert wird. Und das ist das, was die Märkte nicht mögen, weil eben Liquidität entzogen wird und voilà, der so um und bei, da könnte man sagen, im Mittelfeld der Fed spielt. Das ist so eine Position, die nicht zu hawkisch, nicht zu dovish ist. Der hat gesagt, ich kümmere mich nicht darum, was die Inflation verursacht, aber ich weiß, dass sie zu hoch ist und dass es mein Job ist, die nach unten zu kriegen. Höhere Zinsen und Bilanzreduzierung sind der Weg, um hier Downward Pressure, also Abwärtsdruck auf alle Sektoren der Nachfrage auszuüben. Also die Fed meint es ernst und wie gesagt, solange die Inflation so hoch ist, solange sie, sagen wir mal, über 6% ist, wird die Fed eben nicht umsteuern können und erstmal weitermachen. Dementsprechend ist natürlich die Hoffnung da, dass die Fed früher aufhören wird und ich hatte mehrfach schon gesagt, ja, die Märkte waren lange ignorant, haben die Fed nicht ernst genommen, die selbst hat die Inflation nicht ernst genommen, dann hat sie ernst genommen, die Märkte aber haben die Fed nicht ernst genommen. Es hat dann gedauert, bis die Märkte die Fed wirklich ernst
genommen haben, dann haben sie das übertrieben auf der einen Seite. Und was wir derzeit sehen, ist ein Abbau der Übertreibung der hawkischen Erwartung der Märkte. Nicht mehr und nicht weniger, aber das fundamentale Bild bleibt eben, dass die Liquidität tendenziell weniger und nicht mehr wird. Und das bleibt ein Problem, sodass eben, wie dieser Chart zeigt, fast jeder Zinsanhebungszyklus oder jeder Straffungsprozess der Geldpolitik eben dann zu einer Abschwächung und zu Deleveraging führt, also zu einer Enthebelung. Hier Yannis Varoufakis, wir erinnern uns an den ehemaligen griechischen Finanzminister von der Linken, der sagt, da läuft jetzt etwas schief. Es gab ja so eine Art Allianz zwischen den Zentralbanken und der Wall Street und den Regierungen. Und die sind jetzt aufgrund der Inflation in einer ziemlich unschönen Entscheidungssituation. Willst du die Unternehmen im Prinzip in kaskadierende Bankrotte führen, in Insolvenzen führen, indem du eben die Geldpolitik massiv strafst, oder wirst du die Inflation außer Kontrolle lassen? Im Zweifel würde ich vermuten, dass man sich dann dafür entscheidet, die Inflation irgendwie laufen zu lassen. Soweit sind wir noch nicht. Jetzt ist erstmal die Zeit, die Inflation zu bekämpfen. Aber hier sehen wir, dass zuletzt ja doch sehr viele Outflows der Fall waren, also sehr viel Geld entzogen wurde. Wie gesagt, jetzt kommt wieder plötzlich Liquidität durch Buybacks, durch Insiderkäufe, durch dieses Rebalancing zum Quartalsende. Aber wir sehen, dass die Rohstoffe vor allem jetzt, die ja vorher im Höhenflug waren, dass die jetzt doch ziemlich gelitten hatten. Nickel, Aluminium, Natural Gas, Wheat, Zink und so weiter. Kobalt vor allem. Also da sind die Rohstoffe nach unten. Aber die Erfahrung zeigt, die historische Erfahrung zeigt, Rohstoffe fallen vor einer Rezession aus Angst vor Nachfragerückgang und steigen dann, sobald die Rezession da ist. Dementsprechend kennen Sie hier vielleicht meine Einstellung. Abschließend noch, Russland dürfte jetzt sozusagen defaulten, wie der Bayer sagt, auf seine Bonds, also auf seine Anleihen, eben weil die Sanktionen verhindern, dass die Russen auch in Dollar praktisch ihre Anleihegläubiger bezahlen. Also dürfte heute praktisch dann das offiziell verkündigt werden. Es ist ja nicht so, dass der Kreml nicht liquide wäre, aber das ist eben das, man kann diese Schulden in Dollar nicht mehr bezahlen. Interessant ist ja, dass immer mehr Leute sagen, ja, guckst du, wie stark die Russen sind, guckst du den Rubel an. Das ist Bullshit auf Deutsch gesagt. Warum ist der Rubel stark? Weil Russland null Importe hat. Es ist sozusagen genau der Punkt. Man hat Exporte, aber man hat null Importe sozusagen. Dementsprechend ist das eine völlig verzerrte Relation, die derzeit der Fall ist. Es ist ja kein freier Markt, wo Angebot und Nachfrage das regeln, sondern eigentlich eine Einbahnstraße in Richtung Nachfrage nach Rubel, auch durch bestimmte Regularien, durch die Russen selbst etc. Also das hat nichts mit der Stärke der Russen zu tun. Die werden auch bald wieder alle Lada fahren, damit sozusagen faktisch in Formel-1-Wagen sitzen, könnte man sagen. Diese Woche wichtige Ereignisse, vor allem Zentralbanker, die sich äußern werden. Da wird Bailey, der Chef der Bank of England, Lagarde und Powell, auch Jerome Powell, werden sprechen in Sintra, Portugal, bei dieser EZB-Konferenz. Dann haben wir PCE-Inflation und wir haben natürlich noch G7, die derzeit ja noch tagen. Insgesamt, meine Damen und Herren, jetzt nochmal drei Empfehlungen an Artikeln. Recession, ist Rezession der Preis für die Inflation? Da wird ein Blick auf das Gesamtumfeld geworfen, meines Kollegen Wolfgang Müller. Das Big Picture, das Sie kennen sollten, wenn Sie sich an den Märkten orientieren wollen. Erster Artikel und die zwei anderen sind von Georg Habenicht, geistreich wie immer, witzig wie immer, den Finger in die Wunde legend wie immer, die Lohnpreisspirale und die hilflose EZB angesichts der Inflation. Und Olaf Scholz warnt vor Inflation und Lohnpreisspirale, die er selber mit verursacht hat. Jetzt schlägt er ja vor, dass sozusagen die Arbeitgeber dann irgendwie ein steuerfreies Einkommen nochmal obendrauf legen können. Alles sehr lustig, zeigt aber, dass natürlich unsere westlichen Institutionen jetzt irgendwie schon unter Druck sind, ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Bei der EZB brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch die Politik ist natürlich jetzt in einer Situation, wo sie sieht, dass im Grunde die andere Welt uns nicht folgt. Der Westen ist auf sich alleine zurückgeworfen und jetzt ist eben die Frage, wie lange kann der Westen noch dominant sein? Diese Machtfrage stellt sich derzeit. Also drei Artikel, die ich Ihnen empfehle, und ich empfehle Ihnen auch und bitte Sie darum, mein Video zu teilen, die Artikel von Finanzmarktwelt in den sozialen Medien zu spreaden. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.